Stimmt, Wolf gab's auch mal. Rushdown-Schwert, cleane Inputs, das kann er. Und jetzt geht's los hier. Chrome gegen Duck Hunt. Okay. Oha, oha, oha. Ich bin gespannt, auf jeden Fall. Auf jeden Fall spannend, ja. Haben wir lange nicht gesehen. Zwei aber, starke norddeutsche Spieler, die auch immer wieder mal aufeinander getroffen sind. Oh, gut gemacht, gute Option hier gerade von Beistel, dass er den Weg nach oben gegangen ist. Schön heil recovered. Also man sieht auch, wie Rufen sich das vorstellt. Also so habe ich mir das ungefähr auch vorgestellt, dass er ihn halt, oh, viel Damage, offstage bringt und dann irgendwie früh killt, auch nicht weglässt von der Edge. Aber ich dachte, dass er es eher so macht, dass er da steht und jabbt. Ja, so. Mhm. Oh. Da werden wir auch noch einige Jab-Back erst sehen, aber auch die Out-of-Shield-Upbeat-Option hier von Chrome ist natürlich auch gegen Duck Hunt stark. Ja, allgemein ja. Starke Option natürlich. Aber bisher doch recht even und da duckt er sich mit dem, was war das, Down Smash? Ja. Unter der Disc. Aber jetzt im Moment ist es noch even. Wow. Okay. Oh, okay. Da hat er die Getup vielleicht sogar gereadet, zumindest gecovert hier mit der Dose. Okay, was passiert da jetzt? Oh, ich weiß, was er versucht hat. Ja, die Dose gestriffen. Er mag das, die Dose irgendwo raufzustellen. Am besten auch irgendwie einen Smash auf die Dose zu machen, weil dann bleibt sie stehen. Und wenn du sie dann das nächste Mal schlägst, dann kommt erst das Momentum. Aber Rufen geht hier jetzt in Lead. Mit dem F-Smash war das, glaube ich. Und das ist die Frage. Kann Beißel da zurückkommen oder wird das eine riesige Lead, wie das nicht selten der Fall ist bei Rufen? Boah, schöner Tech-Read hier. Aber Up Air trifft nicht. Ja, und Rufen geht hier natürlich jetzt auf. Oh! Auf Offensiv. Immer noch am Leben. Ist immer noch am Leben. Tschüss. Ah, und ärgerliche SD hier auf Beißels Seite natürlich. Das tut weh. Aber wir haben hier ein Best of Five. Kann mal passieren. Definitiv. Und auch das Match ist noch nicht vorüber. Aber das ist ja natürlich also ein Dämpfer, ne? Ja. Auch so fürs Mindset. Man merkt halt, dass Duck Hunt einfach sehr viel später killt. Also eben haben wir es halt gegen Mewtwo gesehen, ne? Aber hier haben wir den Kill. Ja, Chrome ist halt nicht Mewtwo. Chrome ist nicht Mewtwo, definitiv. Wenn er dann irgendwie so mit Abwehr oder sowas killt, oh. Oh. Nee. Ja. Okay, hat aber versucht ihn hier. Mit dem F-Smash, kann schon sein. Letztes Mal, als er gegen SDN gespielt hat, hat er ihn auch damit erwischt. Ja, stand wahrscheinlich ein bisschen zu nah noch an der Edge. Ja, auf jeden Fall. Schöner Grab. Mal sehen, ob er nochmal von der Edge wegkommt. Und ja, das war's. Guck dir das an. Ja. Das ist, also diese Consistency, das ist wirklich krass, ne? Oppressive. Aber auch diese Option einfach von dem Jab Back Air von Chrome, das ist so gut. Auf jeden Fall. Und das killt wirklich auch sehr early. Gerade beim Duck Hunt auch. Okay, also Rufen geht hier in Führung. Stark vorgelegt hier. Mit dem Two-Stock. Das war ein Two-Stock, oder? Ja, das war ein Two-Stock. Ärgerlicher SD natürlich auf Beißels Seite. Ah, trotzdem, also. So wie ich mir das vorgestellt habe, also wenn ich gegen einen Rufen spiele, dann sieht das ähnlich aus mit. Ich komme halt an die Edge und dann komme ich da nicht mehr weg. Mhm. Das macht er halt so gut. Und auch das Juggeln, wie gesagt, so. Ja, Rufens Edge Guards sind einfach wirklich solid so. Aber es geht weiter. House Preview. Wir werden sehen, ob sich Beißel jetzt von dem Loss aus der Ruhe bringen lassen hat oder weiß doch nochmal. Hier hart zurückfeuert wie gegen Linotox. Oh, 24, ja. Schöne Dose. Schöner Aber er ist hier auch wieder an der Edge, der muss da weg. Macht er auch. Dose, Up Air, schöne Conversion. Ich weiß gar nicht, das sah so aus, als ob er dann noch eine Up Air hätte machen können, aber dann hätte die Combo geendet. Allerdings hat sie so auch geendet. Also, okay. Schöner Grab. Oh, das meine ich mit dem Momentum. Er jabbt die Dosen, sie fliegt hinter ihn. Und das habe ich zum Beispiel auch überhaupt nicht verstanden. Ja, diese Dose ist wirklich, hat ein Eigenleben. Ja, ich habe den Chart zum Glück ein bisschen in Smash 4 gespielt, deswegen habe ich so ein bisschen Verständnis bekommen. Da hat er sogar die Roll gereadet, dass er reinrollt, aber leider den Punish nicht ganz getroffen. Oh, und trifft hier die Dose. Ja, stark. Das sind die 150 halt schon wieder, ne? Das ist halt so das Ding. Und wir sind immer noch beim ersten Stock, ja? Ja. Oh! Oh, stark. Ja. Oh, und die Backer, und das war's. Oh, er ist und das war's. Er ist dazu tief gegangen. Nicht so ganz verstanden, wie er da rausgekommen ist. Oh.
Oh, schöner Grab. Hat versucht hier für den Lock zu gehen. Aber schöner Tag auch. Schöner Tag Roll. Der läuft da ein bisschen lang. Und jetzt versucht Bison natürlich hier aus der Defensive noch einige Prozente zu machen für das Stock. Ja. Muss aber an dieser Edge aufpassen da. Aber macht das gut. Bei den Prozenten wäre es mir immer noch auf jeden Fall wichtiger, keine Prozente zu machen, sondern zu überleben. Oh, und okay, da kommt die Back Air und das war's. Aber stark gerade von Bison, wie er nochmal das Schild gerade abgewartet hat und dann mit der Dose nochmal Shield Pressure gebracht hat, um dann die Up Air wirklich zu hitten. Das war dann, da war das Schild zu klein. Stark gemacht und schöner Parry. Okay, die Dose liegt gut. Oh, und die Disc zur Down Air. Clay starke Pigeon. Conversion, Alter. Man ist gewohnt, den könnt ihr euch merken, meine Damen und Herren. Den sieht man öfter bei Weißel. Oh, er wollte eine Footstool-Combo. Und jetzt ist er richtig heiß, das sieht man auch. Ja. Weißel hat richtig Bock. Das sollte eine Footstool-Combo werden. Hat er versucht zu Footstoolen, dann mit Air Dodge auf dem Boden. Dann kann er F-Smashen. Oh. Hat er auch schon öfter gelandet, sowas, auch in Turnieren. Und das meine ich, ne? Das ist einfach wirklich ansehnliches Spiel. Mm. Und? Oh, und Jab Back Air. Es ist so eine starke Conversion und Rufen macht das so gut. Rufen holt und die so consistent. Auf jeden Fall auf. Und 26%, das ist halt wirklich. Ja. Aber er hat keinen Jump. Oh, hat er gut gemacht mit der Back Air. Damit er schneller nach unten kommt. Auf Max Rage. Auf jeden Fall. Schlau. Oh, hier aber schöner Up Smash. Oh, das ist gerade so hart umspielt noch. Muss der Stock. Aufpassen hier. Es ist wirklich jetzt so gut wie even, kann man sagen. Es ist so gut wie even, ja. Oh. Oh. Und die Dose? Oh, und das Schild hier, Ruf muss auch aufpassen. Die Dose ist halt Dakans Versicherung, kann man sagen, ne? Also wenn er dann F-Smash macht und da liegt eine Dose daneben, kannst du nicht wirklich für punishen. Also da kommt auf jeden Fall noch die Dose. Schöne Roll. Oh, okay. Mann, und das ist spannend hier. Wir sind jetzt in einem even Game und die... Und das war's. Ja. Unglaublich. Das ist so das Ding, ne? Unter 90. Ja, 81 hat er danach. Das heißt, er hat ihn vielleicht bei 50 oder sowas erwischt. Nee, ich glaube, so 60, 70 waren es schon. Ja, aber sein. Das war's Jet dann Back auch Air. Schon. Jet nicht, Back Air. 20% bestimmt. Vielleicht sogar etwas mehr, ja. Aber krass. Ja. Oder diese Consistency da drin auch. Das ist halt so das Ding, ne? Also und er hat halt diesen Kill-Confirm, er ist gut an der Edge und hat diesen Kill-Confirm, der einfach bei... Ja, um den 60% einfach killt. Es ist so ein guter Confirm und man muss so aufpassen. Und das Problem bei diesem Confirm ist, dass er wirklich so schnell kommt. So. Und wenn du auch nur einen Fehler machst, dann sitzt der. Ich glaube, wir haben sogar eben alle drei Stocks durch diesen Confirm verschwinden sehen. Also ja, es ist Chrom, so da passiert das meistens. Also ich obwohl glaub, ein SD war dabei. Das eine war einfach nur eine Back Air. Stimmt, ja. Aber ja, die Back Air, also das ist der Unterschied zwischen Chrom und Roy. Es ist auch egal, wie sie trifft und fetzt. Bei Roy musst du halt nochmal den Sweet Spot treffen. Oh. Vielleicht auch ganz interessant, Roy habe ich von Rufen noch nicht wirklich gesehen. Also im Gegensatz zu Rinor. Rinor hat den ja auch immer gespielt, Roy und Chrom. Eher Rinor, Roy sogar. Aber ja, Rufen hier. Geht Rufen definitiv eher Chrom. Mit Chrom. Oh. Und warum auch nicht? Es funktioniert bisher ganz gut. Oh, der Grab, das wäre es vielleicht schon gewesen, ja? Ich weiß das gar nicht. Aber oh, Rufen sagt, komm, Brudi, das wäre sowieso gewesen. Den schenke ich geschenkt, dir. Geschenkt, ja. Oh. Jetzt kommen die Trade-Prozente. Oh. Geht hier runter mit der Dare, sehr schön. So schlau. Oh. Und der Footstool! Oh, das war's. Das war so frech. Das war's, das war unglaublich frech. Aber das war's noch nicht. Also stell dir vor, das dir springt einfach so ein Dalmatiner auf den Kopf, Alter, bei so einem Lone Percent. Ja. Und ja, der macht weiter. Ey, wie man so schön sagt, Not macht die Dose und die Nähe. Oh mein Gott. Und die Side B, aber hier kam die Back Air. Ah, war das eine gucken. Back Air? Mal gucken. Also ich sag mal, das Ding ist echt noch nicht vorbei. Das ist noch lange nicht vorbei. Wir sind hier wieder. Erstmal kommt das Momentum von Rufen. Er muss noch ein bisschen Prozente machen, vielleicht noch 100% oder mehr. Und dann erst. Aber er hat dafür halt noch anderthalb Stocks, so ungefähr. Aber Beißel hier auf jeden Fall stark. Muss aber jetzt auch dieses Match gewinnen, um hier drin zu bleiben. Bisher sieht's gut aus, aber das ist eben bei Rufen. Also selbst wenn Beißel jetzt so stark in Lead geht, hat man trotzdem Angst. Oh. Und die Dose trifft. Oh, der Gunman. Das hätte sogar sein können.
Gunman hätte extra lang gewartet hier. Aber rufen eben trotzdem noch so scary, auch bei solchen Leads, ne? Ja, ja, ja. Okay. Und wirft ihn in die Dose. Straight aber das up. War's noch nicht. Schöne DI von Rufen. Straight und das up. War's aber. Ja, ja. Das okay. War's aber. Stark gespielt von Beistel. Was haben wir hier für Kills gesehen, ey? Okay. Einfach mal Rufen two-stocked. Man muss aber auch sagen, der Footstool war wichtig. Ja, Footstool war sehr Match. Wichtig, das stimmt. Auch wichtig fürs Mindset. Ja, wenn ja. Jemand schon so aggressiv offstage geht und du kannst dem einfach auf den Kopf springen, weißt du, das ist so, als ob du so sagst, ja, was war das jetzt? Ja. Was wolltest du jetzt damit machen? Ja, also so von wegen so, ja, sei mal nicht so aggressiv hier, alles entspannt. Da muss ich gerade an diese Marv-Kombo denken von Mr. E, wo er ihm zweimal auf den Kopf springt und dann die der noch. Spike, ne? Oh, das war so brutal. War das noch Smash 4 eigentlich? Ich glaube schon, aber... Ich glaube auch. Oder wo Leon aus Frankreich gegen Ally gespielt hat. In Brawl. Da hat er ihm auch so auf den Kopf gesprungen und dann so gespiked. Das war so... Er ist erst so richtig weit offstage gegangen. So, nein, ich will nicht gespiked werden. Und er einfach ja, runter. Brawl haben wir auch so krasse Sets gesehen. Ja, safe. Aber jetzt hier in Ultimate sehen wir auch krasse Sets. Ja, nicht in der Vergangenheit schwelgen. Wir sind in der Gegenwart. Und derzeit ist es noch recht even. Oh. Stark von Beißel. Beide bei 63%. Oh, das und kann die sich ändern. Oh, aber guck mal, das war's noch nicht. Das hätte bei Mewtwo halt gekillt, sowas, ne? Aber bei Linotox wäre es das gewesen, aber... Das ist das Ding. Da ist die Killability und hier weg. Diese, oh, die Backair, mein gekillt. Gott. Überlebt das so knapp oh, nur. Das hat gekillt. Womit hat er ihn da getroffen? War Backair. Das die Backair? Extra deep gegangen. Auf jeden Fall schlau. Das ist auch so eine Sache, die ich schlau, bisher ja, so im Arsenal von Rufen nicht gesehen habe. Also es... New Shit. Deep Back Air. Die komplette Up-B ausreizen. Wenn die oh. Schon so hoch geht. 135%. Ja, ärgerlich natürlich jetzt auch für Beißel, nachdem er da quasi eigentlich so gut wie den Stock schon geholt hatte. Aber Rufen stark die Eid. Und der ist immer noch mit seinem ersten Stock hier, beziehungsweise seinem dritten. Oh, Alter, ja, guck mal, hat er wieder versucht, alles abzudecken. Aber... wurde dafür gepunished. Oh! Und der Side Smash trifft hier. Perry, schlau. Oh, muss aber aufpassen vor seiner eigenen Dose. Oh. Ja. Oh, und das war's wirklich? Wieso konnte er so spät erst die Abi machen? Ich weiß auch nicht. Vielleicht hat er einen Sprung oder hat geairdodged oder so. Ich weiß nicht genau. Ich dachte er auch, er hätte noch einen Sprung. Das könnte es jetzt halt sein, ne? Jetzt gute Prozente hier gerade für Rufen. Diese Abi macht auch so Prozente, ne? Und Rufen geht hier in einen clean Lead. Gefährlich oh. Für Beißel. Oh, und oh. Da geht er in den Reed oh, der Klassiker. Von der Rolle mit dem F-Smash. Tech Roll Reed, F-Smash. Stark. Und das ist das 3-1 für Rufen. Wir sehen also ein Rematch vom Winners